So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar gibt es ganz neu eine Pizza von Mario und Luigi. Die sieht auch total kindisch aus. Kindlich, guckt euch das doch mal an, dieser Karton. Und es gibt nicht nur diese eine, es gibt sogar noch eine zweite Sorte von nicht Mario, sondern Wario. Und nicht Luigi, sondern Waluigi. So tief bin ich nicht in der Materie drin, dass ich das alles weiß und kenne und das auseinanderhalten kann. Aber das Ganze sind Super Mario Pizzen, die sind alle neu. Die sind von Pizzatainment Presents. Deine Lieblingspizza plus Entertainment. Wir wollen heute mal mit dieser anfangen, denn das ist eine Käsepizza, das andere ist eine Salami-Pizza. Salami ist ja bestimmt immer irgendwie kräftiger und brutaler, deswegen hebt man die sich für den Schluss auf. Möchte ich nochmal ganz kurz hier zeigen, was da jetzt eigentlich draufsteht. Hier steht neu 4 Käse Deluxe, Bam, Pizzatainment Presents, deine Lieblingspizza plus Entertainment. Mit Pizzatainment gewinnen. Mehr Infos auf der Rückseite. 4 Käse Deluxe plus Sweet Springles. Super Mario. Hier ist ein Bild vom Wario. Und hier ist ein Bild vom Waluigi. Habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch keine Super Mario Spiele gespielt. Deswegen, ihr kennt euch da bestimmt aus. Wie findet ihr das Design? Sieht das gut aus oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. 420 Gramm. Und hier hinten steht dann nochmal... Gewinne mit Pizzatainment 1 von 3 Nintendo Switch plus Mario Strikers Battle League Football. So müsst ihr das dann einfach den Code, der in der Mitte ist, da einsenden und hin und her. Und vielleicht kriegt ihr sogar noch eine Nintendo Switch. Das Ding kostet nämlich, glaube ich, 4,70 Euro ungefähr. Also fast 5 Euro für so eine Pizza. So einfach geht's. Backofen vorheizen während der Aufheizphase. Pizza 15 Minuten ohne Folie antauen lassen. Pizza auf dem Rost im unteren Drittel des Backofens 9 bis 11 Minuten backen. Ich mache das so, wie ich es halt immer kenne. Und hier 4 Käse heißt in dem Fall Pizza mit schnittfesten Mozzarella, Emmentaler, rotem Cheddar, Gorgonzola, GU und Hartkäse. Das sind für mich aber schon 5 Pizzasorten, deswegen raff ich gar nichts. 4 Käse Deluxe, aber mit 5 Käsesorten. Käsesorten. Die wollen wir jetzt machen, die habe ich nämlich im Rewe gefunden, der bei mir direkt hinterm Haus ist. Die Salami war leider komplett ausverkauft, gab es gar nicht mehr. Immer nur noch diese, wo ich die Salami her habe, erfahrt ihr dann in der Salami-Folge. Die packen wir jetzt mal aus, euch drehen wir mal wieder rum. Schaut jetzt mal in den Karton rein, da musst du ganz vorsichtig den aufmachen, du willst ja nichts kaputt machen. So, holst sie raus, stellst das mal da ab und hast dann hier in der Folie drin so eine Pizza, die sieht an sich sehr unspektakulär aus, ist halt einfach ein bisschen Käse drauf, alles querbeet gemischt, sodass du die Käsesorten eh nicht unterscheiden kannst. Ihr seht schon, alles sieht gleich aus. Die kommt jetzt in den Ofen und wenn die fertig ist, melden wir uns zurück und probieren mal, wie die schmeckt. Adi Schatz, alles Gute! So, die Pizza ist jetzt fertig. So sieht die jetzt aus, wenn die fertig ist. Da ist der Adi Schatz. Das sieht eigentlich gut aus. Also, die ist trotzdem irgendwie noch weich, sodass sie runterhängt. Der Boden ist trotzdem knusprig. Den kann man hier so eindrücken. Hat eine sehr mehlige, aber trotzdem weiche Note. Ist alles nicht zu trocken. Fürs Thumbnail sollte ich vielleicht nochmal irgendwie die Pizza zusammen mit dem Karton hier reinhalten. Adi Schatz, nicht in die Pizza rein. Nicht in die Pizza. So. Achso, warte mal, die Pizza fehlt. So, hier die. Das ist ja voll schwer, so ein Thumbnail zu machen. So, Thumbnail so. Und jetzt können wir die gerne mal probieren. Und für den Fall der Fälle habe ich mir natürlich wieder Tabasco mitgebracht zum Draufmachen, wenn es mir nicht würzig genug ist. Also, schnittfester Mozzarella, Emmentaler, roter Cheddar, Gorgonzola, GU und Hartkäse, tiefgefroren. Wario und Waluigi. Waluigi, genau. Probieren wir mal dieses Stück und beißen mal vorne rein.
Guckt euch das mal an. Hallo. Wie sich das auseinanderzieht. Und alles hier runterhängt und durch diese Käsefäden zusammengehalten wird. Adi. Du hast auf jeden Fall eine leichte Käsenote, aber irgendwie einen total süßlichen Geschmack. Jetzt hat ja gestern schon jemand bemerkt, hier steht 4 Käse Deluxe und Sweet Springles. Das könnt ihr ja gerne mal übersetzen, was das heißen soll, Sweet Springles. Ich hätte mir jetzt mehr erwartet, gerade wenn da so viele Käsesorten drauf sind. Wir haben ja schon andere Käsesorten probiert, auch von den 3 Fragezeichen, Capital Bra, sonst was hin und her. 4 Käse für ein Halleluja von Bud Spencer, Terence Hill. Muss ich sagen, als Käsepizza fällt die bei mir gerade unten durch, weil die schmeckt halt nach irgendwas, aber nicht wirklich nach Käse. Dieser süße Geschmack stört auch total. Diese Süße ist so präsent, als hätte da einer einfach Zucker oben drauf gestreut nochmal. Finde ich total störend, also kann ich nicht empfehlen, würde ich nicht nochmal kaufen. Und dann auch noch für fast 5 Euro. Der Boden ist okay, der Boden ist super genial. Boden, sage ich nichts, Boden passt, aber der Belag enttäuscht auf ganzer Linie. Wir nehmen jetzt mal unsere Tabasco-Soße. Vielleicht können wir dem Süßen ein bisschen entgegenkommen. Indem wir hier dafür ein bisschen Tabasco drauf machen. Jetzt vermischt sich das Süße mit einer Essignote plus brennendem Rachen mit einer Tabasco-Note, mit einer Schärfe dazu. Falls ihr also vorhabt, eure 4 Käse Deluxe mit Tabasco zu essen, ist das vielleicht noch eine Möglichkeit. Wer aber nicht so auf Scharfes steht und einfach wirklich nur gemütlich eine schöne Käsenote haben möchte, und der sollte zu einer anderen Pizza greifen, aber nicht zu dieser, bin ich leider enttäuscht. Aber ich freue mich sowieso viel mehr auf diese Triple Salami Explosion von Mario und Luigi. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wie gesagt, die sieht zwar gut aus, kann ich einmal essen, brauche ich aber nicht nochmal. Ich freue mich auf diese hier mit Triple Salami, die hoffentlich schön würzig ist, richtig fettigen Salami-Geschmack hat. Tabasco muss es wieder mal richten. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Habt ihr die auch schon mal getestet? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.